Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Teil Faszination Holzbearbeitung mit Handwerkszeugen und möchte heute weiter an meinem Sarg arbeiten. Das Unterteil ist fertig, noch nicht verleimt und die Sockelleisten hatte ich schon gezeigt, wie ich die angefertigt hatte, diese Profile. Die habe ich jetzt zugeschnitten auf Gärung und die sollen aber noch die Form erhalten, dass nur an den Ecken, wie hier unten zu sehen ist, ich hoffe es, Füße stehen bleiben. Und zwei Seiten habe ich schon ausgeschnitten. Einmal die lange, hier sieht man, also hier einen Bogen, dann gerade und hier wieder einen Bogen und ein kurzes Teil. So sieht der Sockel dann aus. Und zwei Teile. Ein langes, ein kurzes, muss noch gemacht werden. Dazu benutze ich meine Schweifsäge. Eigenbau. Das Gestell ist ca. 40 cm und aus Esche. Hat hier oben also wird mit Strick gespannt und hat hier so eine Nuss noch hier oben, dass ich hier ganz vorsichtig spannen kann, also auch halbe Umdrehungen. Das Sägeblatt ist ganz fein und ist nur 6 mm. Damit kann ich also ganz enge Radien sägen. Und jetzt werde ich die mal einstellen und werde diese zwei Konturen hier aussägen und weiter bearbeiten. Vor ca. 2,5 Jahren bin ich dazu gekommen, mir Sägen selber zu bauen in der Bauart und Bezahnung, wie ich sie gerne haben möchte. Wie ich das mache und wie so ein Sägeblatt und so eine Säge entsteht, das kann ich mal in einem anderen Thema, in einer anderen Folge zeigen. Ein bisschen aufnehmen, wenn das nächste Mal ansteht, ein neues Sägeblatt zu machen. Hier muss ich ganz besonders vorsichtig spannen, da hier wenig Material da ist, hier sind Bohrungen am Ende von dem Sägeblatt drin und Schrauben durchgesteckt. Ich habe schon eins zerrissen, weil ja nicht viel Material da ist, um die Kräfte auszuhalten. Gut, Sägeblatt ist gespannt, eingestellt und jetzt werde ich hier mal einspannen und aussägen. Angezeichnet habe ich ja schon. Gar nicht so einfach bei so kleinen Teilen, aber das ist so die Herausforderung. Jetzt habe ich es nach der anderen Seite gedreht, muss ich nochmal neu einstellen. Habe ich gerade erst festgestellt. So, so. Und dann runter. Halt, ich sehe gerade, ich habe zu viel versprochen. Auf der Rückseite ist noch nicht angezeichnet fertig. Dann mache ich das gleich mal mit euch zusammen. Ich brauche bloß noch den Radius hier anzuzeichnen. Habe ich mir hier sowas genommen, was ungefähr hinhaut. So. So, und hier genau dasselbe noch. Gut. Jetzt los, erstmal mit dem kleinen Teil. Ich sehe das mal wieder eine neue Herausforderung.
versauern, das will ich ja nicht, muss ich das Teil sonst neu herstellen. Wieder Kontrollblick. Zack. Kleine Teil ist fertig, wird noch mit der Raspel nachgearbeitet. Also, ich weiß nicht, wie alt das Holz ist und im Lager gestanden hat als Regal mal. Wenn ich das aufschneide, riecht es wie frisch geschlagenes. Immer wieder herrlich. So, jetzt das lange. Also die Bögen sind eigentlich nur eine genau das dieselbe Arbeit. Ich muss nur habe nur längere Gerade zu sehen. Und wer das einschätzen kann, die jetzt sägen wir erst noch ein Stückchen gerade. Die Säge ist ganz schön scharf und sägt flott. Seite entgegen. Thank you.
So, da haben wir es. Jetzt ist das hier noch ein bisschen unsauber, weil man ja mit so einer Schweifsäge doch nicht so einen geraden Schnitt hinbekommt. Das mache ich jetzt mit der Raspel. Da benutze ich für die geraden Strecken jetzt hier so eine uralte, die noch scharf ist. Sicherlich Qualitätsarbeit, sonst wäre sie heute nicht mehr. Hier ist auch ein Zeichen drauf. Erbstück. Das sieht schon ganz gut aus. Noch dann mache ich das später noch ein bisschen weiter. Das ist jetzt erstmal grob vorgeraspelt. Dann nehme ich noch ein bisschen Sandpapier, Schleifpapier, um die Kanten zu brechen. Ich habe auch noch ein ganz schönes Werkzeug. Und zwar habe ich mir hier ein Rundholz als Griff, als Feilenheft dran gemacht. Das ist also ein halbrund, die Feile oder die Raspel, und ist eine japanische Bildhauerfeile. Ja, Feile, doch richtig gesagt. Die hat hier einen besonderen Hieb, der relativ schnell raspelt oder feilt und viel sauberer als meine hier. Deswegen benutze ich für die runde Seite nur noch für ganz grobe Arbeiten. Und für solche Sachen nehme ich die hier. Die hinterlässt also eine ganz feine, saubere Oberfläche. Muss ich noch ein bisschen nacharbeiten, denn wenn es auch nur ein Muster wird, jetzt erst einmal aus dem Kiefernholz, soll es trotzdem ordentlich aussehen. Vielleicht steht das Muster ja auch mal irgendwo. Gut, jetzt gucken wir uns das noch mal kurz an. Sehen, dass ich das hier reinkriege in die Kamera. So sieht es dann aus. Und jetzt bekommt der obere Abschluss oder das Unterteil noch einen oberen Abschluss aus diesen gefälzten Brettchen, Leisten. Das ist also
einmal oben der Abschluss, hier fehlt noch eins, das muss ich noch machen. Das ist der obere Abschluss und nimmt dann den Deckel auf. Jetzt muss ich mal gucken. Ja. Ja, nimmt dann den Deckel auf und dazu kommt hier noch ein kleiner Falz rein und im Deckel, der auch so einen Rahmen, so ein Rähmchen als Abschluss erhält, der Gegenfalz, sage ich jetzt mal, der dann eingreift, der das verhindert, dass der Deckel rutschen kann, dass der also dicht drauf sitzt und nicht verrutscht. Gut. Jetzt mache ich mal die Seitenteile, die Brettchen, für die, also für das Oberteil. Die sehen ja genauso aus wie die hier unten. Wir haben bloß einen anderen Winkel. Und das habe ich ja schon mal gezeigt, wie ich die Schrägen ansäge und die Gärung. Deswegen werden wir uns dann wiedersehen, wenn die Seitenteile fertig sind für den Deckel und ich dann den Deckel zusammenbaue, weil er hält oben noch eine massive Platte als Abschluss, die ein Zierprofil rundherum kriegt. Und ja, das gucken wir uns dann an, wenn ich die Teile fertig habe, beziehungsweise nehme ich einzelne Sequenzen auf, wenn ich da was dafür herstelle. Gut, dann sehen wir uns später wieder. Ich bin jetzt dabei, die Brettchen zum Bau des Oberteils aufs richtige Maß zu hobeln. Mein Ausgangsmaterial sind ja solche Stücken. Hier habe ich nochmal ein ganzes Bretter von einem Regal gewesen. Oder sind es überhaupt? So, die starken Bretter will ich nicht verwenden, weil die sind 22. Und das sind mir zu starke Seitenwände. Da würde ich, da bleibt ja innen kein Platz, um irgendwas noch reinzutun oder so. Das soll es aber. Deshalb müssen die auf, und ich habe mich auf 14 mm Rand gearbeitet. 10 ist mir zu schwach, auf 14 mm. Jetzt kann ich hier diese 8 mm mit dem Schrubhobel runterholen und dann schlichten und putzen. Ich habe mich mal für eine andere Methode entschieden und habe das mal getestet und habe es jetzt auch bei allen Brettchen so gemacht. Und zwar habe ich von der Stärke, nehmen wir jetzt mal einfach eins, ob es zusammenpasst, einfach das, was weg muss, plus oder abzüglich der Stärke des Sägeblattes abgesägt. Längs also in der Stärke aufgetrennt. Ja, und jetzt habe ich hier noch 15,5, je nachdem. Ist ja ein bisschen uneben geworden, ist ja sägerau. Und das muss ich jetzt noch glatt hobeln. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt an dieser Stelle. Spiele ich das mal ein. Und dann hobel ich noch die letzten zwei Brettchen glatt und das zeige ich euch noch. Okay, dann geht los.
Fast wie gehobelt. So, ihr habt gesehen, habe ich wieder mit einer Gestellsäge gemacht. Hätte ich ja mit einem Fuchsschwanz machen können, aber Gestellsägen sind meine Lieblingswerkzeuge. Ich weiß, dass viele damit überhaupt nicht zurechtkommen, aber für mich waren das die Sägen, die am Anfang da waren, aus Vaters und Großvaters Zeiten. Und die habe ich mir modifiziert, habe sie getuned, habe sie zurechtgemacht und habe mir inzwischen, ich habe mal durchgezählt, 9 Gestellsägen selber gebaut. 5 kleine und 4 große. Also von den 4 großen sind 2 reiner Neubau und die anderen 2 sind neue Gestelle gebaut und nach die Teile ausgewechselt. Gut. Das nochmal zu den Gestellsägen, weil ich diesen Schnitt oder diese Schnitte also auch mit der Gestellsäge gemacht habe. So, jetzt spanne ich mir die Brettchen hier ein. Müssen also noch 1 bis 1,5 mm runter. Das mache ich erstmal mit der Raubbank. So, muss man durch Zwischentürchen einmal kontrollieren. Nachdem meine digitale Messschieber ständig aussteigt, weil die Batterie alle ist, behelfe ich mir mit so einem Teil auf die Schnelle zu messen. 14, 14,5, 14. Buckel drinne. 14,5, 15, 14,5. So, jetzt weiß ich, wo ich noch was wegnehmen muss. Nochmal kurz einspannen. Thank you.
Ja, so sieht das dann aus. Die andere Seite habe ich vorm Sägen schon gemacht. Jetzt halte ich das hier nochmal dran. Mache ich ja immer zur Kontrolle. Weil messen ist das eine, aber die Teile müssen ja dann wieder zusammengebaut werden und die müssen stimmen. Das stimmt hier. Und jetzt kommt noch das dritte dran. Jetzt, wie ich das mache, schalte ich dann wieder zu, wenn es für euch wieder was Interessantes zu sehen gibt oder Interessanteres. Alles klar, bis später. Ich habe einen arbeitsreichen Nachmittag hinter mir, will jetzt Feierabend machen, es geht auf der Umbruchszeit zu und ich habe jetzt mal hier das Modell für den Miniatursarg aus Kiefernholz, später aus Esche. Mal zusammengeheftet, ist also noch kein Leim dran. Ich wollte ein bisschen weiterkommen, aber der Spaß soll im Vordergrund stehen und nicht Zeitdruck. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich werde also in einem vierten Teil dann die Fertigstellung des Modells hier oder des Musters nochmal zeigen. Mit ein paar Highlights, die ich mir noch vorgenommen habe. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich habe euch weiter neugierig gemacht. Und wenn dann das Muster fertig ist, wenden wir uns erstmal anderen Themen zu. Gut, alles andere heben wir uns für später auf. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Gehe jetzt Abendbrot essen, habe ich mir verdient. Und bis demnächst.